Herzlich willkommen zu meinem Kurzvortrag Erfahrungen mit Online-Schulungen freier GIS-Software in Zeiten der Pandemie. Ja, gefühlt ist es schon ganz schön lange her, dass wir alle gemeinsam in irgendwelchen Klassenzimmern, Seminarräumen oder vollen Hörsälen zusammensitzen konnten, um einem Redner zu lauschen. Praktisch noch nicht mal anderthalb Jahre und ich bin auch recht zuversichtlich, dass wir das bald wieder so oder ähnlich erleben können, so wie wir das auch all die vergangenen Jahre mit der Voss-Akademie erlebt haben, dass wir mit 3 bis 8 Teilnehmern in Schulungsräumen zusammensaßen und GIS-Software geschult haben. Aber dann ging ja Anfang letzten Jahres diese Pandemie los und auch wir waren mit den zwangsweise leeren und verwaisten Schulungsräumen konfrontiert. Die Frage war, was machen wir jetzt? Wir wollten die Schulung gerne weitermachen. Zum einen gibt es natürlich ein paar Einnahmen. Zum anderen macht das auch allen Voss-Akademie-Trainern immer sehr viel Spaß, diese Schulungen durchzuführen. Und da mussten wir uns dann recht kurzfristig überlegen, was wollen wir wie tun? Was können wir tun? Trotz aller Hürden, die es so gibt. Die erste Hürde oder die erste Entscheidung, die wir treffen mussten, war vielleicht die Software, mit der wir die Schulung durchführen wollen. Wir haben uns dann trotz dieser Unkenrufe für Zoom entschieden, weil wir wussten, dass es funktioniert und weil wir wussten oder nicht selber hosten wollten, uns nicht mit der Technik belasten wollten, die dahinter steckt, wenn wir das selber hosten, administrieren, verwalten, updaten müssen und so weiter. Und um das vorwegzunehmen, das hat auch sehr gut geklappt, keine Probleme und es gab auch keine Teilnehmer, die deswegen nicht an unseren Schulungen teilgenommen haben. Es gab ein paar weitere Probleme, die wir zu berücksichtigen hatten oder Hürden, die wir nehmen mussten. Technische Hürden auf unserer Seite, auf Hardware-Seite von den Teilnehmern, angefangen bei Headset und Kameras. Sind sie vorhanden? Können sie, dürfen sie an den Rechner angeschlossen werden? Zugriffe über das Netzwerk, kommen die Teilnehmer durch die Firewall raus, kommen sie auf unseren Schulungsserver raus, sind die Ports offen für SSH-Zugänge, kommen sie auf die Schulungsdatenbanken rauf und so weiter und so fort. Und natürlich das allgemeine Internetproblem in Deutschland, an dem wir aber natürlich wenig selber drehen konnten. Damit müssten wir einfach leben. So, was haben wir getan, um Schulung online durchführen zu können? Die erste Entscheidung war sehr einfach. Wir haben gesagt, wir lassen die Schulungsinhalte so, wie sie sind, ändern nichts am Programm, sondern machen es genauso wie bei den Präsenzschulungen. Unten links übrigens ein kleines, echtes Foto einer Präsenzschulung unserer Sommerschule in Bonn. Was wir gemacht haben, ist allerdings, dass wir die ganzen Tage in halbe Tage aufgeteilt hatten, so dass man nicht so lange am Rechner sitzen muss, um sich zu konzentrieren und vielleicht auch mal ein bisschen Zeit hat, das Ganze, was man gelernt hat, am Vormittag, am Nachmittag sacken zu lassen. Darüber hinaus stellen wir unseren Teilnehmern kleine Anleitungen bereit, was sie alles benötigen, was sie berücksichtigen müssen, angefangen bei der Zoom-Verbindung natürlich, über lokal installierte Software wie QGIS, um sich Geodaten anzugucken, Übungsdaten, die heruntergeladen werden sollten, damit die Übungen durchgeführt werden können, weitere Software wie PG-Admin für den Datenbankzugriff, ein WinSCP oder ein PuTTY, um gegebenenfalls noch einen Tunnel auf unseren Schulungsserver aufzubauen und so weiter. Und zusätzlich bieten wir allen Teilnehmern vor der Schulung noch einen kleinen Technik-Check an, wo die Konferenzsoftware getestet werden kann, wo Fragen gestellt werden können zum Datendownload, zur Installation der benötigten Software und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir haben dann noch einen Schulungsserver eingerichtet, auf dem alle gemeinsam Zugriff haben, wo man auch als Trainer gucken kann, was machen die Teilnehmer der Schulung eigentlich, wo die Teilnehmer auch nach der Schulung noch darauf zugreifen können, um weiter zu üben, Sachen auszuprobieren. Wir nutzen intensiv das Bildschirmteilen, das auch in beide Richtungen, wenn bei den Teilnehmern Fragen auftreten. Das wird auch gut angenommen für den Austausch schriftlicher Informationen.
werden die Chats genutzt, die bei so einer Online-Session dabei sind. Ich hatte schon die Hausaufgaben erwähnt, die man nachmittags vielleicht ausführen kann, wenn man möchte, und am nächsten Tag besprechen kann. Bei 4 Tagen hat man ja dann eine ganze Menge Gelegenheit für. Und dann war die letzte Hürde, ist die letzte Hürde eigentlich noch die Motivation, womit ich nicht meine, dass niemand motiviert ist, meine Schulung teilzunehmen, sondern dass es ein wenig schwierig ist, für den Dozenten mitzukriegen, wer wie noch dabei ist und aufpasst und so weiter. Aber auch das klappt eigentlich immer hervorragend, sodass wir jetzt schon viele Online-Schulungen durchgeführt haben und neben den Präsenzschulungen sicherlich auch damit weitermachen werden. Vielen Dank. Thank you.